Hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial für die PMDG 777. In dem Tutorial Flight werden wir von New York nach Frankfurt fliegen. Momentan stehen wir in New York. Das Flugzeug ist im Cold and Dark Zustand. Das heißt, Strom ist aus und die Triebwerke sind auch aus. Also ist einfach alles aus. Wir werden jetzt das Flugzeug unter Strom setzen und werden dann die Geräte einstellen, das FMC einstellen, die Checklisten durchgehen. Wir werden den Pushback machen, Taxi, Take-Off, alles was einfach dazu gehört. Wir wechseln jetzt erstmal ins FMC und müssen dem Flugzeug sagen, wie viel Sprit wir mitnehmen und wie schwer wir sind. Wir können hier bei der PMDG, wenn auch alles aus ist, also das Flugzeug sich im Cold and Dark Zustand befindet, schon auf Menü drücken längere Zeit, also ein paar Sekunden, und dann können wir zumindest ins FMC gehen und die grundlegenden Einstellungen einstellen. Wir gehen jetzt dann zu FS Actions, gehen auf Payload. Wir nehmen heute das Maximale mit, das sind 209,1 Tonnen. Das ist okay, nicht 100 wegen dem Groundweight, das wird sich jetzt gleich auch ändern, sobald wir den Sprit eingestellt haben. Wir benötigen heute eine Kerosinladung von 57.600 Kilo Kerosin, und damit verschwindet jetzt hier auch schon das Grounder, dass es nicht mehr überladen ist. Wenn das stimmt, gehen wir wieder zurück und wechseln wieder ins Cockpit, und wir fangen jetzt an mit der Pre-Flight Checklist. Das ist dann als erstes die Parking Brake, die ist gesetzt. Das habe ich bereits gemacht gehabt. Und dann wechseln wir jetzt Overhead Panel. Und der Batterieswitch geht auf, und der Batterieswitch befindet sich hier. Und jetzt passiert erstmal nichts. Dann gehen wir weiter. Primary Flight Computers. Der Schalter hier muss auf Auto gestellt sein, richtig. Trust Asymmetry Compensation ist hier auch auf Auto. APU Gain Switch auf On. Das stimmt auch. IFE Pass Seats ist hier, das ist für die, der Strom für die Gäste zum Beispiel. Kabine Utilities auch auf On, ist der Strom für die Kabine, selbsterklärend. Left and Right Bus Tie Switches auf Auto, die beiden hier, stimmt auch. Left and Right Generator Control Switches auf On, stimmt auch, aber sind noch off auf jeden Fall. Das ist auch richtig. Backup Generator Switches auf On gestellt. Das stimmt auch. Nun, jetzt können wir die APU starten. Die APU ist hier, einmal auf On und auf Start. Die APU befindet sich hier hinten. Das ist unser drittes Hilfstriebwerk, was das Flugzeug am Boden unter Strom setzt und Energie gibt und auch Druckluft gibt, dass das Flugzeug selbst die Triebwerke starten kann. Ihr hört jetzt auch, sie fährt jetzt langsam hoch, das dauert immer ein paar Minuten, und das ist ganz praktisch. Manchmal kann man auch bei Flugzeugen, also kann man hier bei der PMDG auch externe Geräte aufstellen lassen, die dann die Druckluft, das Flugzeug mit Druckluft versorgen oder auch mit Strom. Wir benutzen jetzt hier die APU, das kann man auch gesagt machen, kostet ein bisschen Kerosin, aber nicht viel, das ist kein Problem. Und sie fährt jetzt hoch. Wir wechseln jetzt ins Cockpit. Entschuldigt für den langsamen Bildaufbau. Das Aufnahmeprogramm zieht ein bisschen auch CPU. Hier werden jetzt gleich im Cockpit die Displays angehen. Es werden Selbsttests gemacht. Die Computer checken sich gegeneinander. Die Radios checken sich gegeneinander. Ihr seht es jetzt. Es geht jetzt los. Wir gucken jetzt einfach mal kurz zu. Und sobald dann alles fertig ist, melde ich mich wieder.
nicht wundern, dass ich meinem Co-Piloten die Displays ausgemacht habe, einfach auch um Frames zu sparen. Dauert immer ein Weilchen, aber ist auch kein Problem. So, wenn dieses Signal beispielsweise, wenn man das gehört hat, kann man davon ausgehen, dass das Flugzeug jetzt im hochgefahren ist, die Computer also hochgefahren sind. Wir können jetzt weitergehen in der Pre-Flight-Checklist mit der Nachflight. Die machen wir auf On. Das sind hier das rote und das weiße Licht, sowie hier das grüne und weiße Licht und hinten am Flugzeug auch das Licht. Ihr hört jetzt die APU auch laufen. Wir wechseln wieder ins Cockpit zurück und gehen weiter. Logo Light ist needed, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist Tag. Nicht wundern für den Flug. Ich habe jetzt hier ausschließlich Tag eingestellt. Würden wir jetzt nach, also wenn wir jetzt nach Frankfurt fliegen, würde in Frankfurt Nacht sein. Aber da wird dann auch Tag sein. Das habe ich auch einfach, um die Frames zu maximieren und dass man am besten auch sieht, auf Tag belassen. Also nicht wundern, auch wegen der UTC-Zeit hier im Cockpit. Cockpit Light as needed. Emergent Exit Lights Armed Guard Closed. Das hier oben. Selbsterklärend. ADRU stellen wir auf On. Das heißt, das Flugzeug initialisiert jetzt, wo es steht. Das müssen wir das Ganze dann bestätigen im FMC. Dazu gehen wir auch runter. Ihr seht jetzt hier nun auch, das FMC hat sich geändert. Wir haben jetzt noch FMC und SAT zur Verfügung und EFIS Control und Display Control stehen auch zur Verfügung. Wir wechseln hier ins FMC und dann sehen wir jetzt erstmal die Ident Page, das heißt unser Engine Rating, die ARAC, die installiert ist und unser Modell. Das ist alles okay. Dann gehen wir auf PostInit und sehen, dass unsere Koordinaten, wo wir jetzt gerade stehen, da können wir die GPS-Position übernehmen. Wenn man das jetzt hier übernimmt, können wir auch runtergehen, so. Einfach hier draufklicken und dann hier auf Set Initialization Position draufklicken. Und wegmachen, so jetzt. Und ihr seht, er hat sich gefunden. Normalerweise dauert das 10 Minuten, aber man kann das bei der PMDG beschleunigen, dass es innerhalb von 30 Sekunden geht oder auch sofort einfach geht. Gehen wir nun weiter in der Checklist mit der Cockpit Preparation Checklist. The Window Heat finden sich hier oben im Override Panel. Selbsterklärend. Primary Left and Right Engine Hydraulic Pump Switches auf On. Das sind die hier. Left and right. Primary C1 and C2 electrolytic pump switches off. Sind das hier. Left C1
C1, C2, Right Demand Hydraulic Pump Switches Off Off. Das sind die vier Schalter hier. No Smoking Signs, Auto On, ist okay. Seatbelt Signs, Auto On, machen wir auch an. EEC Mode Switches Normal sind die hier. Das ist die Computer, die das übertragen, die Triebwerksdaten, das Ganze wird drumherum. Agent Start Selectors auf Norm, stimmt auch, die brauchen wir dann für den Pushback. Auto Start Switch off on, ist der hier, stimmt. Left Forward Full Pump Press Light off, und das ist hier die Pumpe. Die leuchtet nicht wie die anderen bezüglich einfach der APU, weil die APU holt sich hier das Kerosin heraus, kann man auch überprüfen. Gehen wir auf Fill und sehen das hier. Wing Engine NTIS Auto as needed. Das ist okay. Equipment Cooling Auto ist hier oben. Gasper Switch ist auf On. Das zum Beispiel die Ventilatoren für die Passagiere, die man oben drücken kann, wenn man da sitzt. Recycle Fans Switches auf On ist das hier. Also da wird die Luft sozusagen wieder hergestellt, wieder aufbereitet, die verbrauchte Luft, das einfach ökonomischer zu arbeiten. Flight Deck Temperature Control Selector Auto as desired. Das sind die hier. Sind auf Auto gestellt. Left and Right Pack Control Switches auf Auto. Müssen wir hier draufstellen. Ihr hört, es ist jetzt ein Tick lauter geworden. Das ist die Klimaanlage. Die kalte Luft, die dann mit der APU-Luft, der warmen Luft verbunden wird. Das Ganze drumherum. Left and Right Trim Air Switches auf On, das stimmt auch. Da werden die, das bedeutet, die Trim Air, also sagt dann, wo die warme Luft hingeht, in die einzelnen Zonen. Flugzeug ist unterteilt in mehrere Zonen. Und wie warm zum Beispiel die Zone sein soll oder die andere Zone, dass das alles so passt. Left Center Right Isolation Valve Switches sind auf Auto. Das hier stimmt. Engine APU PR Switches on und auf Auto. Das sind die hier. Pressurization Panel Set on Auto. Das passt perfekt. Das reicht, wenn es auf Auto ist. Das stimmt. So, jetzt kommen wir zum FMC Programmierung. Das ist heute ganz interessant. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt über den Atlantik fliegen und da kommen zwei wichtige Themen nun heute hinzu. Einmal NATS, also die North Atlantic Tracks und ETOPS. Und dazu komme ich dann gleich. Wir haben jetzt hier unsere RTE1 Page. Wir geben jetzt ein, von wo nach wo wir fliegen. Das ist heute New York. Falsch eingegeben. Verwechsel ich immer gerne mal. Und einmal Frankfurt. Und das stimmt. Man kann hier auch eine Route requesten, wenn man zum Beispiel jetzt Programme hat, die die Route generieren und man die auch exportieren kann. Das kann man dann machen. So, wir werden heute auf der 22 Red starten. Dazu geht man auf Departure Arrival. Sieht dann hier rechts die Runways. Und wir nehmen heute die Abflug Merit 3 mit Transition von POT. Das stimmt so. Noch hier selbst sonst zur Erklärung, man kann die Route noch speichern
Und hier steht dann der Name der Company Route. Also wenn man die Route requestet, wie der Name dann heißt, lassen heute dabei, weil wir wollen geben die Route manuell ein, weil es ganz interessant ist. Dann kann man sie aktivieren und kann dann noch die RTE kopieren, zum Beispiel auf die RTE 2, machen wir heute nicht. Man kann auch die Route speichern im TPMDG-Format, kann man auch machen. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir auf Next Page und sehen dann hier unsere aktive Route, die Abflugroute und dann nach Put. Und jetzt geben wir die Route ein. Zuvor möchte ich aber jetzt erstmal euch ein kleines Video zeigen zum Thema NATS. Das habe ich gemacht gehabt, eine Beispielerklärung für North Atlantic Tracks. Kommen wir nun zu den NATS. Was bedeutet NATS? NATS bedeutet North Atlantic Tracks. Und die North Atlantic Tracks bezeichnen sozusagen die Route über den Atlantik. Die Route über den Atlantik wird tagtäglich geändert, beispielsweise diese Tracks werden tagtäglich geändert, abhängig von dem Wetter. Die Tracks werden von Ganda Oceanic und Shenwick gemeinsam veröffentlicht, tagtäglich, und sind auch nur in einer bestimmten Zeit gültig. Zur europäischen Tagzeit wird von Ost nach West geflogen, das meiste. Natürlich gibt es auch Gegenverkehr, aber überwiegend von Ost nach West bei der europäischen Tagzeit, und von der europäischen Nachtzeit wird von West nach Ost geflogen. Die NATS, also die North Atlantic Tracks, sind gewisse Koordinatenpunkte, die dann die Pilotencrew erhält und auch ins FMC einprogrammieren muss. Wieso das Ganze? Ist einfach aus dem Grund, weil über dem Atlantischen Ozean, dadurch, dass er so groß ist, ist die Technik, die Radarführung, beispielsweise die Radarüberwachung, noch nicht so zuverlässig, beispielsweise ist es einfach nicht so abzudecken. Es gibt verschiedene Fires über dem Atlantischen Ozean. Ihr seht sie ja hier, Ganda Oceanic, Shenwick oder hier auch oben Reykjavik und hier unten auch noch welche. Bei NATS, es werden verschiedene, also Tracks, dann gezeigt. Hier können wir die hier mal einblenden. Das ist jetzt zum Beispiel, wir würden jetzt hier auf dem Track A fliegen. Es gibt, ihr seht hier B, C, D, geht auch noch E, F vielleicht, je nachdem, was Ganda und Shenwick veröffentlicht an dem Tag einfach. Die Flugzeuge werden dann an den Tracks sozusagen bei A wie so gereiht. Und nach Höhe, Geschwindigkeit und auch Zeit. Das heißt, wenn Sie in die NAT einfliegen, die dürfen zu einer gewissen Zeit vielleicht nur in die NAT einfliegen. Das wird dann davor bestimmt. Das sieht nämlich folgendermaßen aus. Man startet zum Beispiel jetzt in Europa und ist dann hier in dem Fire drin. Und zum Beispiel hier bei Shannon. Und 30 Minuten vor Einflug in den NAT muss man dann Shenwick kontaktieren, muss man die Erlaubnis fragen, darf man jetzt in den NAT einfliegen. Beispielsweise man gibt halt seine Höhe vor und in welchen Track man fliegen möchte, und Shenwick bestätigt es dann, sagt ja, du darfst dann reinfliegen, du darfst auf dieser Flughöhe auch fliegen. Das macht man dann, wie gesagt, 30 Minuten vor dem Einflug, wenn das alles geklärt ist, wenn man sagt, ja, du hast die Erlaubnis auf dem Track A zu fliegen, du darfst auf dieser Höhe auch fliegen, dann ist es okay. Step Climbs werden zwar auch in den NATS erlaubt, aber die dauern ein bisschen einfach, um vielleicht die Erlaubnis zu bekommen, weil, wie gesagt, es gibt keine Radarführung, die müssen sich das gucken, erst vergleichen mit anderen Flugzeugen, ist das machbar, mit der Geschwindigkeit, mit der Zeit, auch alles Mögliche. Deswegen wird schon bei der Anfrage schon die höchstmögliche Flughöhe erfragt, und je nachdem kriegt man die Erlaubnis oder man kriegt sie halt auch nicht. Hat man die Erlaubnis schon von Shenwick, geht man dann wieder in unserem Beispiel zurück nach Shannon und erzählt dann halt auch dem ATC, was Shenwick alles uns erlaubt hat, und Shannon gibt uns vielleicht schon die Möglichkeit, uns auf die Flughöhe drauf zu steigen oder auch die Geschwindigkeit zu hören, je nachdem, was halt erlaubt worden ist und was der Flugplan auch vorsieht. Dann wird Shannon irgendwann
die Kontrolle an Chenwick weitergeben und es dann so Chenwick und Gundam Oceanic benutzen, nicht VHF, sondern High Frequency. Das ist auch kein Problem, das kann man im Cockpit einfach umstellen auf High Frequency und zudem benutzt es auch den Cell Call. Cell Call bedeutet, dass es ein 4-Letter-Code, den jedes Flugzeug hat, individuell. Das heißt, die Piloten, wenn sie jetzt über den Atlantischen Ozean fliegen, müssen sie ständig den Sprechfunkverkehr mithören, weil es gibt ja noch andere Flugzeuge über den Atlantischen Ozean. Und dann ertönt ein Signal im Cockpit und die Piloten wissen, okay, wir werden jetzt vom Lotsen gerufen, wir hören jetzt zu, was will der Lotser von uns. So, das ist ganz einfach. Ansonsten, wenn man Chenwick dann hier kontaktiert hat, man hat auf High Frequency gestellt, der Cell Call ist auch bestätigt worden, dass man das nutzt. Jetzt ist alles kein Problem. Ja dann, wenn man dann im NAT ist, muss auf jeden Fall bei jedem Punkt muss eine Standortmeldung gegeben werden. Das heißt, man gibt die Höhe vor, man gibt die Speed vor in Mach, nicht andersrum, nur in Mach wird das genannt. Und wann man den nächsten Wegpunkt erreicht und zu welcher Uhrzeit man ihn auch erreicht. Zulu natürlich. Der Controller, der Lotse bestätigt das und man fragt vielleicht auch noch nach einer neuen Flughöhe an, je nachdem, was man haben möchte. Ansonsten, wie gesagt, bei jedem Wegpunkt oder spätestens alle 45 Minuten. Und spätestens nach 30 Minuten im NAT wird das Quark auf 2000 gestellt. Das ist auch wichtig. Wenn man dann den Chadwick-Feuer verlässt, wird dann auf Gundam Ozean gestellt, auch High Frequency. Und da geht das Gleiche weiter. Auch in den anderen Fires, wie gesagt, wird es auch so gehandhabt. Ansonsten gibt es dann auch noch die Random Tracks. Die Random Tracks sind außerhalb der NATS, die führen weiter südlich zum Beispiel. Da muss zum Beispiel jede Koordinate erfragt werden, dürfen wir dorthin fliegen oder dürfen wir dort auch nicht hinfliegen. Das muss man halt einfach gucken. Beispielsweise halt um Erlaubnis fragen. Da ist der Weg, beispielsweise laut Internet ist es auch nicht so viel beflogen wie über die NATS dementsprechend. Wie gesagt, die NATS sind immer nur an dem Tag gültig und auch nur an gewissen Stunden. Und ja, die NATS liegen auf jeden Fall 60 Meilen auseinander. Nur mal als kleine Randnotiz. Ansonsten, wenn man dann hier bei Gundam Oceanic ist, wird er dann irgendwann an den Lotsen am Land wieder weitergeben. Da kriegt man dann wieder einen neuen Squawk anstatt den Squawk 2000. Und der macht dann alles weitere. Im Cockpit wird dann noch, man arbeitet mit High Frequency und bei VHF wird dann auch auf eine gewisse Frequenz geschaltet, um sich mit anderen Piloten, anderen Flugzeugen zu informieren, wo es hier, wie ist die aktuelle Position, gibt es vielleicht irgendwelche Probleme bezüglich dessen. Also im NAT herrscht auch nochmal, wenn irgendwelche Notfälle auftreten, nochmal gewisse Verordnungen, die will ich jetzt nicht näher erläutern. Wenn das einen interessiert, kann man das dementsprechend auch einfach googeln. Da gibt es ganz gute PDF-Dateien, wo alles genau drin steht, was man im Notfall in einem NAT machen muss. Ansonsten für die Flugsimulator der Welt, was ist jetzt für uns wichtig? Auf jeden Fall die NATs sind wichtig, dass man diese Technologie kennt, beispielsweise was NATs überhaupt sind, wie wir diese Koordinaten auch einprogrammieren im Flugsimulator. Dann zum Beispiel auch vielleicht gewisse Höhen oder auch gewisse Geschwindigkeiten, die wir bei den einzelnen Wegpunkten haben müssen im NAT. Und wenn man online fliegt, dann wird das teilweise auch noch anders umgesetzt. Dann gibt es zum Beispiel auch den Cell Call wirklich. Aber da muss man sich dann genau informieren, wenn man halt gesagt, wenn man online fliegt. Wenn man offline fliegt, wie gesagt, ist das nur wichtig, wenn man die Tracks nutzt, dass man auch auf dem Track fliegt, dass man auch auf einem aktiven Track fliegt, der auch momentan gültig ist. Und ansonsten, ja, war es das jetzt erstmal zu den NATS. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und kurz noch eine kleine Randnotiz zu den Random Tracks. Die dürfen natürlich nicht die aktiven Tracks
nutzen also die Flugzeuge, wenn die Random Tracks nutzen, das heißt also einzelne Wegpunkte, die sie selbst bestimmt haben, die sie frei ausgewählt haben, dürfen sie natürlich nicht hier drüber fliegen, weil das gibt dann wirklich Probleme. Die Random Tracks fliegen meistens südlicher und dann hat hier New York Ozeanic oder Santa Maria eher die Kontrolle darüber. Und dann werde ich auch noch zu einem Verfahren erklären, was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man den Atlantischen Ozean überfliegt. Das hängt dann hier mit den Tracks zusammen, wenn sie jetzt hier weitlicher südlicher sind, zum Beispiel jetzt hier so eher in der Mitte anstatt hier oben. Dann kommen noch ETOPS hinzu. Was dann genau ETOPS sind, das werde ich dann auch nochmal näher erklären, weil es auch sehr, sehr wichtig ist und das muss man auch einprogrammieren im FMC. Also wechseln wir jetzt zurück in den Flugsimulator und bis gleich im Cockpit. Ihr habt jetzt nun das Video gesehen und wisst jetzt auch, was NATS bedeuten. Wir werden jetzt die Route eingeben und auch die Koordinaten der NATS, sowie dann auch, wenn bei den NATS eine spezielle Flight Level gewünscht ist, wie wir da fliegen. Von PUT aus nehmen wir jetzt nun dann die Straße, die Luftstraße. Wir brauchen nicht jeden einzelnen Punkt einzugeben und gibt die Luftstraßen ein, sagt dann, nee, an dem Punkt möchte ich dann wechseln zu einer anderen Luftstraße. Geht einfach schneller. Wie gesagt, wenn man jetzt die Route requestet, bräuchte man das Ganze nicht einzugeben, sondern kann das einfach übernehmen und muss es nur bestätigen und überprüfen. So, jetzt kommen nun die NATS. Jetzt müssen wir die Koordinaten eingeben. Das geht eigentlich relativ einfach. Das ist kein großes Hexenwerk. Wie gesagt, die NATS sind jetzt nur heute gültig. Das ist ja die erste Koordinate. Und dann kommt die zweite. Dann die dritte. Und die vierte. Och, das N vergessen. So. Also wie gesagt, man sieht, das war kein Hexenwerk jetzt, die Koordinaten einzugeben. So. Das stimmt so. Und dann geht es weiter. Das waren jetzt die NATS, also die NAT-Route. Da müssen wir jetzt dann gleich noch die Höhen eingeben. Können wir dann machen, wenn wir die PerfInit ausgefüllt haben. So, von PerfSec geht es dann weiter nach Slenny. Dauert halt immer eine Weile, bis man die ganze Route eingegeben hat.
Aber sie ist gleich fertig. So, das ist jetzt nur die Route. Die haben wir eingegeben. Die kann man jetzt nochmal überprüfen. Dazu wechseln wir mal in den Planmodus. Wir sehen hier unser Abflug. Unser erster Punkt ist JFK, wo wir 5000 Fuß erreichen sollen. Da wird er dann bestimmt gleich rummeckern. Wenn wir das Ganze bestätigt haben und wenn wir die Path-Edit ausgefüllt haben, dass er das natürlich nicht erreichen kann sofort nach dem Start. Aber das ist ja ganz logisch und klar. Dann gehen wir weiter Step by Step. Können dann nochmal überprüfen. Die Route hatten wir schon bestätigt. Jetzt kommt die Route, die wir noch nicht bestätigt haben. Dann kommen wir jetzt hier unsere Nuts. Da kann man dann nochmal auch überprüfen im Plan, ob man auch die Koordinaten richtig eingegeben hat. Das ist immer ganz wichtig, bevor wir falsch fliegen. Aber diese Stimmen. Und dann gehen wir weiter. Ich kann noch mal eine Großansicht machen, wie das aussieht. Ihr seht, diese ganzen Punkte haben wir gar nicht eingegeben. Und hier ist dann, beginnt dann unsere Anflugstrecke auf Frankfurt. Das werden wir dann einfach gucken im Flug, welche Landebahn wir nehmen und welche Anflugstrecke wir nehmen. Dann werden wir diese auch im Reiseflug programmieren. Das stimmt. Können wir bestätigen. Und dann ist die Route erstmal eingegeben. Dann werden wir jetzt zu Initref gehen und werden jetzt hier bei der Path Init werden wir jetzt hier die Einstellung den Flugzeug sagen, wie schwer wir sind, wie viel Reserve wir dabei haben, Cruise Altitude, den Cost Index. Und wir können jetzt die requesten oder wir können die auch manuell eingeben. Manuell geht das einfach hier draufklicken. Das Spherical Wide haben wir ja vorhin eingegeben, 209,1 Tonnen. Die Reserve beträgt heute 5 Tonnen. Cruise Altitude ist 350, also das Initial Altitude. Wir werden Step Climbs machen. Step Climbs heißt, wir werden auf ein nächst höheres Flight Level steigen. Cost Index ist heute 60. Das stimmt auch. Jetzt, wie ich bereits gesagt habe, Unable Next Attitude, er wird jetzt rummeckern, weil wir natürlich direkt nach dem Start JFK mit 5000 nicht erreichen werden. Gut. Steps Size RVSM. Das ist die vertikale Flugzeugstaffelung. Beträgt jetzt momentan 1000 Fuß und da muss dann auch einige Anforderungen erfüllt sein mit Höhenmesser und etc. Belassen wir dabei, das soll auch so sein, damit wir auch die automatischen Step Climbs machen können im Flug. Einfach als Beispiel, wie man manuelle Step Climbs eingeben kann und das Flugzeug aber trotzdem automatisch steigt, was in der Realität nicht so ist. Da steigt kein Flugzeug einfach automatisch, ohne dass die Piloten nichts davon wissen und der Controller auch nicht. Aber im Flugzeugsimulator kann man das gerne mal machen, wenn man mal einen Langstreckenflug hat und man ist nicht direkt am PC. Dann gehen wir auf die Thrust Limit Page. Wir haben momentan eine Außentemperatur von minus 6 Grad. Wir können jetzt dem FMC vorgaukeln, dass es draußen wärmer ist, um einfach Sprit zu sparen. Dann kann man dann das hier Takeoff Configuration 1 machen, Takeoff Configuration 2.
auch mit dem Climb. Und man kann ihm auch nochmal eine andere Temperatur außen vorgaukeln. Also wie gesagt, man kann jetzt sagen, wenn man es 40 Grad, dann wird er die Triebwerke schon da fahren. Wir starten heute bei Takeoff Configuration 1 und belassen es auch so dabei. Das ist ganz in Ordnung. Dann gehen wir auf die Takeoff. Hier haben wir dann unser Ground Ride. Und wir starten heute mit Klappen 5. Und dann brauchen wir noch das Center of Gravity. Dazu klickt man einfach hier drauf. Und sieht dann noch die Trimmung. Und dann unsere Reference Speeds V1, VR und V2. V1 ist die Geschwindigkeit, bis dazu wir abbrechen können in Start. VR ist die Rotationsgeschwindigkeit. V2 ist die sichere Geschwindigkeit, die wir haben müssen, wenn ein Triebwerk ausfallen sollte. Dann die Trimmung, die stellen wir dann auch nochmal gleich ein. Wechseln wir nur zu einer Lexpage und überprüfen auch die Höhen und die Geschwindigkeiten. Das sieht gut aus, also ich gucke gerade auch im Flugplan nach mit den Höhen, das stimmt sogar. Das hat der Computer relativ gut ausgerechnet, wann man einen Step-Climb machen soll. Das macht er dann hier automatisch. Wenn man zum Beispiel jetzt bei einem gewissen Punkt den Step-Climb haben möchte, kann man einfach hier das Slash drücken und dann zum Beispiel so machen. Das heißt, er wird jetzt auf 39.000 Fuß Step-Climben. Zumal die Step-Climbs werden ja so nur nach Anfrage erlaubt überhaupt. Man kann dann nicht einfach Step Climb machen ohne Erlaubnis. Das geht nicht. Wie gesagt, im Flugsimulator wird das kein Problem. Einfach dieses Slash und dann auf die Höhe eingeben, auf die man climben möchte. Wir können auf jeden Fall die Geschwindigkeit dabei eingeben. Da kann man dann hier bei Porti gibt man dann 840 und so ein. Und diese Geschwindigkeit sollen wir bei Backset wieder verlassen. Und dann gibt man E ein für Aircon. Drückt das hier und dann reduziert er wieder die Geschwindigkeit. So einfach geht es. Wie gesagt, wenn man Step-Climbs machen will, nochmal kurz das eingeben und dann auch drücken und dann klappt das auch so. Wir belassen es so dabei, das passt nämlich ganz gut. Das stimmt so. So, dann haben wir hier das schon mal fertig, das ist eingestellt. Die Step-Climbs stimmen auch, wie gesagt. Und jetzt kommt das nächste große Thema, wenn man einen Atlantikflug macht, das sind die ETOPS. Dazu habe ich wieder ein Beispielvideo gemacht, wo ETOPS genau erläutert wird. Kommen wir nun zu den ETOPS. ETOPS heißt ausgesprochen Extended Range Twin Operations. Das ETOPS-Verfahren muss verwendet werden, wenn man zum Beispiel jetzt Langstreckenflüge macht über Ozeane oder über Eislandschaften oder auch über Wüstenlandschaften, wo es in der Nähe keine Flughäfen gibt, wo wir landen können, zum Beispiel beim Triebwerksausfall. Früher war es so, dass ein Flugzeug, wenn es Probleme hat, innerhalb von 60 Minuten, also 453 Meilen, auf einem Flugplatz landen muss, um einfach die Sicherheit zu gewährleisten. Der Fortschritt der Technik hat es möglich gemacht, jetzt auch bei zweistrahligen Flugzeugen wie der 777 das Ganze zu erweitern. Also ETOPS hat mehrere Zulassungen. Jedes Flugzeug hat eine gewisse ETOPS-Zulassung. Die 777 hat zum Beispiel die 180-Minuten-Zulassung, das sind 1320 Meilen. Und in diesem Radius muss das Flugzeug dann auf einem Flugplatz landen, wenn es ein Problem hat.
Jetzt bei Langstreckenflügen, zum Beispiel wie hier, sehen wir jetzt hier zwei Kreise. Das sind die 60-Minuten-Kreise, also 453 Meilen. In diesem Radius können wir auf einem adäquaten Airport landen, wenn wir ein Problem haben. Ein adäquater Airport ist ausgezeichnet, dass er eine lange Landebahn hat. Er hat Landebahnbefeuerung, er hat ein aktives ATC und er ist nah an der Flugroute. Das ist hier gegeben. Ihr seht es bei beiden. Und was macht man aber jetzt, wenn man zum Beispiel hier ist? Wenn jetzt hier ein Problem auftritt, wie geht man dann da vor? Bevor das Flugzeug überhaupt abhebt, müssen die Piloten diese ETOPS-Flughäfen auch angeben. Das ist gar nicht so einfach, da kann man nicht einfach irgendeinen Flughafen nehmen, sondern man muss auch die speziellen Anforderungen haben, wie bei den adäquaten Airports, die zur Verfügung stehen. Und jetzt ist es nur mal hier kurz zu beschreiben. Wenn wir jetzt hier diesen Kreis verlassen, sehen wir hier das Entry und das Exit. Das heißt, hier gehen wir dann ins ETOPS-Segment ein und hier verlassen wir es wieder. Und für diesen Bereich müssen wir jetzt die Flugplätze angeben, wo wir im Falle eines Notfalls landen können. Das ist gar nicht so einfach, weil ein ETOPS-Flugplatz muss nämlich auch Folgendes beherbergen: das Wetter muss gut sein. Das heißt, bei Flugplätzen beispielsweise, die wir dann auch anfliegen, gelten dann nochmal gewisse Wetterminimums. Das heißt, zum Beispiel auf dem Minimum von der Runway wird nochmal ein Zuschlag gemacht. Auch die AVR, also die Landebahnsicht, wird auch nochmal erhöht. Das muss alles gegeben sein, damit wir auch bei so einem Flugplatz landen können, beispielsweise auch landen dürfen. Das wird in der Flugvorbereitung schon gemacht. Und das machen wir jetzt hier auch. Und dazu kann man dann einfach hier hingehen. Und dann wählt man hier das ETOPS-Szenario aus. Wir nehmen jetzt 180 Minuten. Da seht ihr es, 1320 Meilen. Und der Professional Flight Planner gibt uns hier dann auch schon adäquate Airports vor. Man macht das am besten immer der letzte Airport, der hier liegt. Und der erste auch wieder, wenn sie auch die ETOPS-Szenario, also die Vorschriften auch einhalten können. Aber wie gesagt, er gibt uns das hier vor. Auf jeden Fall können wir das dann hier mal eingeben. Ihr seht es auch momentan jetzt rot, das würde gleich rüberspringen dann auf grün, wenn ich den ersten Airport eingegeben habe, aber man benutzt immer für das Szenario zwei Airports, einfach damit es einfach leichter anzufliegen. Sonst muss man, wenn man hier endet und hat den ETOPS Flughafen hingegeben, muss man ja wieder zurückfliegen, und das ist ein bisschen problematisch und auch nicht gut. Also geben wir jetzt hier den letzten Flughafen ein und ihr seht, wir haben jetzt diese 180 Minuten Kreis und geben jetzt noch den zweiten ein. Und ihr seht, wir haben hier den zweiten Kreis nun und haben das jetzt abgedeckt. Das ist jetzt von Vorteil. Das heißt, wenn wir jetzt hier fliegen und hätten ein Problem, würden wir halt, je nachdem wo wir gerade sind, entweder zurückfliegen oder wir würden weiterfliegen, je nachdem, wie gesagt, wo wir halt einfach sind. Wenn man das dann weitermacht, ich vergrößere nochmal die Ansicht, haben wir jetzt hier noch ein ETP-Point, das ist der Equal Time Point. Das ist der Punkt, wo wir entscheiden müssen, fliegen wir wieder zurück oder fliegen wir weiter geradeaus. Die Zeit vom Equal Time Point zurück oder nach vorne ist genau die gleiche Zeit. Da muss man das, wie gesagt, dann entscheiden. Das beschreibt also jetzt eigentlich ETOPS ganz gut.
Jedes Flugzeug, wie gesagt, hat unterschiedliche Klassifizierungen. Manche Flugzeuge haben mehr Minuten, manche haben weniger Minuten. Die 777, mit der wir uns ja hier auch beschäftigen, hat 180 Minuten, wurde, soweit ich weiß, auch schon auf 207 erhöht, aber mit 180 lässt sich auch super gut arbeiten. Wie ihr seht, da haben wir halb Europa abgedeckt und hier auch einen halben Kontinent sozusagen schon fast. Und das haben wir jetzt erfüllt. Jetzt könnten wir den Flug auch durchführen und jetzt muss man das noch einprogrammieren. Und da haben wir jetzt nur verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt zum Beispiel hier den 60-Minuten-Kreis, beispielsweise das Entry-Segment einprogrammieren ins FMC, wo wir wissen, okay, jetzt gehen wir in das ETOPS-Szenario ein und können auch den Exit auch einprogrammieren, wo wir wissen, okay, wir sind jetzt aus dem ETOPS wieder draußen und können dann auch auf den adäquaten Airport landen. Weiterhin können wir hier auch den Equal Time Point einprogrammieren ins FMC und können uns den auch anzeigen lassen. Diese drei, also einmal hier den Kreis können wir uns einprogrammieren und auch den hier und auch den Equal Time Point, damit wir da genau sehen, falls ein Problem auftritt, wo wir hinfliegen müssen unter Umständen. Und das ist sehr, sehr praktisch. Das ist einfach für die Sicherheit gedacht und auch überhaupt kein Problem, das Ganze so durchzuführen. Wie gesagt, muss der ITOP-Flughafen, wenn man da landen möchte, mit dem Wetter ist das ganz, ganz wichtig. Das muss man sich bei der Flugvorbereitung schon holen für diese ITOP-Flughäfen. Und da wird dann auch, muss man auf den Charts gucken, wie ist das Minimum. Und dort wird dann hier zum Beispiel nochmal bei den Anflügen nochmal, wie gesagt, bei dem Minimum nochmal 400 Fuß draufgelegt und bei der Sicht wird auch nochmal eine RVR von 1500 Meter draufgelegt und das muss das Wetter erfüllen, damit wir überhaupt dort landen können. Ansonsten wäre das nicht möglich und man muss sich andere Flughäfen suchen, die zum Beispiel ein besseres Wetter haben. Wir haben jetzt zum Beispiel den einen Flughafen angegeben, der ist zum Beispiel jetzt hier, wie ihr seht, der hat eine lange Landebahn und hier der Flughafen, hier unten, der ist auch adäquat dafür, dass wir dort landen können. Man kann sich das Ganze jetzt nochmal textbasiert angucken, indem man das hier minimalisiert. Und dann sieht man hier unseren Equal Time Point mit den Koordinaten. Die gibt man dann im FMC ein und lässt sich die anzeigen, wo man dann gesagt, wie genau weiß, okay, hier muss ich jetzt entscheiden, fliege ich wieder zurück oder fliege vorwärts. Nicht wundern, dass der Punkt hier weiter links ist. Der wird natürlich auch berechnet anhand des Windes, beispielsweise des Wetters. Deswegen ist er hier weiter links und nicht genau in der Mitte. Aber wie gesagt, von dem Punkt aus geht es entweder hier in der gleichen Zeit zurück oder hier auch in genau der gleichen Zeit nach vorne sozusagen. Das war es jetzt zu den ETOPS. Relativ ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur wissen, wie das funktioniert. Und das Wichtige ist halt wirklich das Wetter. Man muss sich das Wetter angucken an den ETOP-Flughäfen, dass die auch die Wetterminimums erfüllen und auch die Zusätze hinzu addieren, damit das auch alles wunderbar funktioniert. Und ansonsten programmiert man das nur noch ins FMC ein. Das machen wir dann auch bei unserem Tutorial-Flug. Und es ist auch kein Hexenwerk. Es geht relativ einfach. Und dann sehen wir uns jetzt gleich im Flugsimulator wieder im Cockpit und geben diese ein. Nochmal zur Erinnerung, das war jetzt nur ein kleines Beispiel. Die Route kann dann nochmal anders aussehen und der Punkt auch nochmal anders. Beispielsweise auch die ETOP-Flughäfen können andere sein, je nachdem, je nach Wetter einfach. Also bis gleich im Cockpit. Wir werden jetzt die ETOP-Sequenz einprogrammieren, beispielsweise 60 Minuten. Kreise werden wir einprogrammieren von den adäquaten Airports, die wir benutzen. Als erstes habe ich jetzt hier wieder auf die RTE1-Page
gewechselt. Dann gehen wir auf die Fix-Page und gehen bei Fix-Info als erstes unseren ersten Flughafen ein. Dort ist das Wetter auch ganz gut, also habe ich schon mal überprüft gehabt, muss man ja wie gesagt davor schon machen. Und eine Distanz von 4, 5, 3 Meilen, also die 60 Minuten. Dann als nächstes der zweite adäquate Airport und wieder 4, 5, 3 Meilen. Die werden auch angezeigt, kann man dann mal kurz gucken, wenn wir da hier seht ihr das. Hier gehen wir dann in das ETOPS-Segment ein. Also das heißt, bis hierhin fliegen wir zurück. Und unsere ETOPS-Flughäfen sind aber auch genau die gleichen, weil sie sich einfach anbieten dafür. Das heißt, das ist auch überhaupt kein Problem, auch wenn wir hier weiter sind bis zum Equal Time Point, den werden wir dann auch noch gleich einprogrammieren. Dann gehen wir hier noch auf Alternativ und geben das dann hier auch noch ein, die zwei Flughäfen. Jetzt wird hier jetzt angezeigt und hier auch. Das muss man auch so eingeben, das heißt, die werden jetzt auch dauerhaft angezeigt. Und ja, wie gesagt, die zwei Flughäfen, die wir jetzt hier als Alternative ausgesucht haben, die in diesem 60 Minuten Kreis auch sind, die sind auch gleichzeitig unsere ETOPS Flughäfen, muss nicht unbedingt sein, aber das Wetter dort ist gut. Hab mir das Wetter mal angeguckt. Also St. John's International Airport, die Sicht ist super gut, auch kalt, ein bisschen Schnee, Wolken sind auch vollkommen in Ordnung. Und der Flughafen in Irland, der Echo India November, das Wetter gut, Temperatur 11 Grad, es ist nur leichte Bewölkung. Es ist auch akzeptabel und erfüllt auch die Anforderungen für einen Anflug, wenn wir im ETOPS-Segment sind. Gehen wir zurück zur RTA-Page auf RTA 1 und wir wechseln dann auf RTA 2. Weil jetzt geben wir unseren Equal Time Point ein. Dazu geben wir jetzt nochmal die Abflughafen ein. Der Zielflughafen. Und dann wechseln wir auf die zweite Seite. Und geben jetzt unseren ersten Flughafen ein, also der ETOPS Flughafen. Den seht ihr hier. Hier seht ihr auch schön die Geschwindigkeit, die wir einprogrammiert haben. Und dann geben wir die Koordinaten von unserem Equal Time Point ein. Die lauten wie folgt. So, ihr seht's. Kann man die Ansicht ist schon auf ganz groß gestellt. Und dann gehen wir gleich weiter. Und dann Quatsch, falscher Flughafen. Und den zweiten. Und das kann man sich mal angucken. Hier seht ihr jetzt nun den Equal Time Point.
Das ist genau der Punkt, wo der Flug entweder zurück genauso lange dauert wie vorwärts, muss man dann dementsprechend entscheiden. Und das stimmt so einwandfrei. Jetzt geben wir noch die alternative Flugroute ein, falls wir in Frankfurt durchstarten müssen und woanders landen müssen, habe ich jetzt Stuttgart ausgewählt. Stuttgart ist nicht weit, also ist kein Problem. Gehen halt nochmal zurück hier. Dann gehen wir nochmal Frankfurt ein. Das ist auch richtig mit dem Route Discontinuity. Und dann fliegen wir nach Aneki. Das ist auch so richtig. Und nach Karlsruhe. So, die Route ist jetzt auch noch einprogrammiert. Ihr seht, das ist ganz interessant auf jeden Fall. Und dann hier nochmal die Route nach Stuttgart. Wir geben noch Stuttgart natürlich ein. So, jetzt stimmt es aber wirklich. Die aktivieren wir natürlich nicht, sonst wird die andere Route, die gültige Route, die wir jetzt fliegen, ja nicht mehr funktionieren. Problem ist halt, wie gesagt, man kann sich das hier Ganze so schön anzeigen lassen, aber sobald wir jetzt wechseln, wird natürlich wieder nichts angezeigt, aber während des Fluges können wir dann einfach umstellen. Das ist ja kein Problem. Gut, meine Lieben, wir haben das jetzt nun alles einprogrammiert. Das FMC ist programmiert, die Höhen sind auch richtig eingestellt. Ich hätte euch gerne vorgeführt, wie man das auch manuell macht, aber das FMC hat das so schon gut ausgerechnet, der Bordcomputer. Da wird er das jetzt nicht mehr erlauben. Und ich habe es euch aber kurz gezeigt, wie man das machen kann. Könnt ihr einfach mal testen. Die Geschwindigkeiten haben wir eingestellt und wie man sie auch wieder zurückstellt. Das stimmt auch. Dann wechseln wir wieder zurück in die Cockpit-Ansicht. Wir gehen weiter in der Checklist MCP, das stellen wir jetzt ein. 350 war unser die erste Höhe. Man kann jetzt nochmal gucken, ob Restriction normalerweise hat man ja eigentlich auch in den Abflugrouten Höhen. Dadurch, dass wir jetzt ohne ATC fliegen, können wir direkt auf 35.000 Fuß steigen. Das stimmt auch. V2 haben wir schon eingestellt. Wir können die Flight Recorder schon anmachen. So. Flight Instruments Set No Flex. Stimmt auch. Auto Brake machen wir hier unten auf RTO. Auch ein Stück. Communication und Audio Panel. Das ist hier unten für das ATC. Wenn man zuhören möchte oder ja. Kann man auch natürlich hier drüber machen, geht einfacher. Transponder und Tickers Test können wir jetzt machen, einfach hier drauf drücken und dann macht er das. Tickers Test Pass. Das stimmt auch so. Dann Aileron und Rudder Trim Set Zero Units, das ist hier unten. Das stimmt auch. Man kann mit der Maus drüber gehen, dann poppt was Kleine auf mit den Einstellungen. Das stimmt. So, Taxi und Take-Off Briefing machen wir gleich. Als erst gucken wir uns das Wetter hier in New York an. So, wir haben momentan einen Wind von 260 mit 9 Knoten. Die Sicht ist über 10 Kilometer. Leichte Bewölkung und bedeckt bei 24.000 Fuß.
Wir haben momentan minus 5,6 Grad, also auf 6 Grad aufgerundet. Und Hektopascal von 1016. Das stimmt, aber es wird auf Inch umgestellt. 2999. Richtig. Gut, dann machen wir jetzt das Taxi- und Take-Off-Briefing und sehen uns dann gleich wieder im Cockpit. Schauen wir uns die Taxiway an zur Runway 22 Right. Wir befinden uns momentan hier und werden dann rauspushen, werden dann auf dem Rollweg Delta Alpha auf dem Rollweg Alpha rollen, dann in die Linkskurve über Echo. Hier von der Landebahn müssen wir dann kurz halten und die Freigabe erhalten, dass wir in die Landebahn rollen dürfen. Rollen dann weiter über Echo auf Foxtrot Bravo und dann hier auf die Startbahn. Wir starten dann und dann das Departure. Hier starten wir, nicht in die Richtung, sondern in die Richtung. Hier haben wir natürlich keine aktive Route. Das heißt, wir machen dann hier eine Linkskurve. Soweit ich weiß, wird das in der realen Welt kriegt man, übernimmt natürlich das ATC dann und führt uns dann sozusagen auf den auf die Abflugroute drauf. Dadurch, dass wir das jetzt nicht haben, machen wir eine Linkskurve. Wir nehmen die Abflugroute Merit Free und die Transition Put, die uns dann weiter hoch führt. Einen Moment. Hier und dann geht es weiter Richtung Put. Wir haben uns nun das Taxi und das Take-Off-Briefing angeguckt. Wir werden auf dem Rollweg Delta Alpha über Alpha und dann Echo und Foxtrot Bravo auf die 2-2 rechts rollen, dann auf der 2-2 right starten, machen nach dem Start eine Linkskurve und fliegen dann weiter nach Merit. Wir sind jetzt nun bereit für das Pushback und fangen jetzt an mit der Before Start Checklist. Cabin and Cargo Doors closed and armed, das kann man überprüfen. Und da wird noch die eine auf sein, genau. Geht man ins FMC, Menü, FS Actions, Doors, schließt diese. Damit ist sie auch zu. Wir werden jetzt das zumachen. External Power und Air hatten wir ausgestaltet gehabt, hatten wir ja beispielsweise nie benutzt. Right Elect Demand Trolley Pump Switches, das ist der hier auf Auto. Primary C1 and C2 Electrolytic Pump Switches. Das hier. Left Leg Demand Hydraulic Pump Switches auf Auto und C1 and C2 Air Demand Hydraulic Pump Switches auf Auto. Dann die Pumpen machen wir an. Seatbelt Signs sind auf On. Das Beacon Light ist das rote Blitzlicht hier. Und am Boden, ihr seht es reflektieren. Recall Switch. Engine sind noch shutdown und TKS ist auch noch off. Wir fangen jetzt nun an zu pushen. Wir werden rausgepusht. Hello, Captain. We are ready for pushback. So. Zu kleinen Freunde und Helferlein. Locking gear. So, zum Glauben für Engine Start. Können wir schon mit die Checklist beginnen. Departure check completed. Bypass been inserted.
release parking brakes. Secondary Display Unit auf Engine, das ist das hier. Und er hat uns gesagt, wir können jetzt nur ein Parking Brake lösen. Commencing push. All engines clear. Und wir rollen start jetzt. Und dürfen auch, er hat uns die Erlaubnis gegeben, dass wir automatisch bestimmen können, wann wir die Triebwerke starten. Gut, dann gehen wir hoch ins Override Panel. Und damit werden dann hier die Triebwerke gestartet. Wir fangen mit dem Triebwerk 2 an. Also Engine Start Number 2, Start Selector auf Start. Dann seht ihr, jetzt bewegt sich da auch schon was und wir können Sprit hinzufügen. Wir können beide so die Ansichten machen. Nicht wundern, weshalb es wackelt, er dreht gerade das Flugzeug. Ihr seht es ja auch hier am Display. Ihr habt den Klick gehört, das heißt, das Flugzeug, das Triebwerk läuft jetzt eigenständig. Hier, ihr seht auch, die Packs sind ausgestellt, um einfach genügend Druckluft zu haben für den Triebwerkstart. Dann Start Engine Number 1. Genau das gleiche Prozedere und wir fügen Kerosin hinzu. Er bestimmt dann automatisch, wann Kerosin hinzugefügt wird. Bei der 737NGX muss man immer warten, bis eine gewisse N2 erreicht hat. Bei der 777 kann man das automatisch machen. So, ihr hört's. Jetzt fährt er hoch und ihr seht es auch in den Anzeigen. Wunderbar. Ihr habt den Klick gehört, das heißt, das Triebwerk startet jetzt auch automatisch online. Na, da hat uns aber auch nicht genau rausgepusht, aber ist okay. Traffic hatte ich sowieso keiner eingestellt gehabt. Daher passt das schon, wenn wir jetzt bis zu weit links sind. Set parking brake. So, wir beginnen dann weiter mit der Before Taxi. Left and right generator. Control switches on, lights off sind hier. APU Select Switch auf Off. Können wir aufmachen. Agent Start Selector auf Norm beide. Stimmt auch. Jetzt müssen wir noch warten, bis die Off sind. Unlocked. Beispielsweise ist Off verschwindet. Tow Truck disconnected. Bypass main removed. Jetzt sind sie auch aus. Left and right pack control switch auto lights off. Left center right isolation valve switch auto lights off. Auch richtig. Engine bleed air switches auch auf on. Flaps machen wir auf 5. Kann man hier einstellen. Stabilizer Trim müssen wir jetzt noch einstellen. Gehen wir noch ins FMC zurück. So, 2,75 kann man hier einstellen. Ist nun auch eingestellt. Flight Controls Free and Correct macht man auch nochmal hier und überprüft dann.
in alle Richtungen einmal drehen. Spoiler. Stimmt auch. Recall Switch. T-Cast ist noch aus. Selbsterklärend. Wing Engine NTIS Auto is needed. Normalerweise hätten wir jetzt auch unter Umständen, obwohl das Wetter gut draußen ist, das Flugzeug wird ja besprüht bei so kaltem Wetter. Aber es ist so okay, wir haben keinen Niederschauer. Und GSX hat uns so gesagt, wäre an dieser Parkposition nicht möglich, sowas zu machen. Gut, Taxi Light on. Und damit können wir dann losrollen. Wir sind bereit und werden dann nun auch losrollen. Wechseln zurück ins Cockpit, lösen die Bremse und rollen dann los. Nicht wundern, ich habe jetzt mal meinen Tracker hier angemacht. Wollen mal ein bisschen nur nach links. Bisschen doof, dass uns da jetzt so falsch herausgepusht hat, aber ist okay. Dann sind wir jetzt hier auf dem Rollweg Alpha. Und dann werden wir auf dem Echo rollen. Kabine ist auch ready, sagt sie. So, jetzt müssen wir hier eine Landebahn, beispielsweise Startbahn überqueren. Da muss man normalerweise hier halten. Und dann um Erlaubnis fragen, ob wir überhaupt drauf rollen dürfen oder beispielsweise überrollen dürfen. Dadurch, dass kein Traffic da ist, können wir sorgenlos drüber rollen. Mal gucken, alles frei. Dann rollen wir jetzt hier auf den Rollweg Foxtrot Bravo. So, bleiben wir noch mal kurz stehen. So, die Before Takeoff Checklist. Landing Lights on. Deckset können wir auch sonst. Strobe Lights auf on. Das sind die Blitzlichter. TCAS auf TRRA. Und Traffic Mode auf Traffic. Das ist da hier, einfach drauf drücken. Stimmt auch. Gut, dann können wir jetzt auf die Startbahn rollen. Wie gesagt, wir werden eine Linkskurve nach dem Start machen. Dann werde ich jetzt manuell fliegen und dann werden wir weiter zum nächsten Wegpunkt eingehen. Wir werden vielleicht einen Direct machen wahrscheinlich. Das ist, kann man auch mal sehen, wie man Direct macht von der Position, wo man gerade ist in der Luft. Jetzt zum Takeoff. Ganz einfach, wir werden den Toga-Button drücken, also den Take-Off und Go-Round-Button. Er wird uns auf die 91,2
Prozentend 1 hochfahren. Und bei V1 werden wir dann abheben. Gut. Dann kann es jetzt losgehen. Ich gebe Gas und drücke den Toga-Button. Und ihr hört, er geht jetzt automatisch hoch. So, wir haben, können abheben. Das waren die Autobrake. Und wir steigen. So, jetzt können wir nach Merritt fliegen, dann gehen wir mal, kann man natürlich nicht machen, das muss man jetzt nochmal bestätigen. So, und dann kann man LNF und WNF aktivieren. Und er fügt es dann nun hier automatisch hinzu. So kann man zum Beispiel Direct machen. Einfach als erklärungshalber, es war ja so, dass sie als SK das DMI anfliegen mussten, JFK, das haben wir jetzt sozusagen beim Start schon angeflogen und dann war Merritt, halt konnte er nicht wirklich erreichen. Und da hat man gesagt, okay, jetzt von dieser Position aus fliegen wir dann dorthin zu. Wir können die Klappen weiter einfahren auf 1 Grad. Und fahren diese dann auch nun komplett ein. Normalerweise würde man jetzt nach dem Start ein Heading geben, beispielsweise halt Vektoren. Vom ATC kriegt man dann ein Heading, der uns dann auch Richtung Merritt geführt hätte. Wie gesagt, ohne ATC geht es schlecht. Also haben wir das Problem jetzt so gelöst. Was natürlich nicht ganz flugtechnisch sauber war, aber nur mal so als Beispiel, wie man das auch machen kann, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. So. Wir steigen. Wir haben Rückenwind. Super. Barrow war leider falsch eingestellt. Eigentlich, wie gesagt, in Amerika auf 18.000. Hätte man in der VNAV-Page hier 18.000 einstellen müssen, dann wäre das genau richtig gewesen. So. Jetzt warten wir, bis wir die 10.000 Fuß erreicht haben. Und machen dann die After-Takeoff-Checklist. Relativ ruhig. Wir steigen auch schön am Rückenwind, das heißt, der Flug geht auch nicht so lange, dadurch, dass wir Rückenwind haben. Es ist ganz praktisch.
wie gesagt, leichte Bewölkung, wie vom vom Wettervorhersage gesagt. So, Achtung, Takeoff Checklist, Landing Gear sind ab, Autobrakes sind off. Above Tower 10,000 feet, Landing Lights off. Seatbelt signed, können wir ausmachen. Und Transition Attitude, wie gesagt, war ein Fehler von mir, der war noch auf 5000 europäisch, beispielsweise Deutschland eingestellt. Hier ist in Amerika 18.000 Fuß, lassen wir jetzt dabei und können das so fliegen. Gut, ich werde mich dann jetzt gleich melden wieder, was das Mail, wenn wir ins NAT einfliegen, beispielsweise dann die 60 Meilen haben, dann werden wir auch auf RTE2 umstellen, um einfach zu sehen, wie das aussieht. Jetzt wird es hier doch ein bisschen holprig, aber ist auch nicht schlimm. Also bis gleich. Um aktuelle Winde in die PMDG zu laden, kann man das hier auf der RTE-Page machen, dann auf der RTE-Data. Dann kann man hier das Wind laden. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder über ASN, also Active Next Sky. Der macht das dann, man lädt den Flugplan sozusagen in Active Next Sky ein und er erstellt dann automatisch eine Winddatei und die kann man dann drüber hier laden. Wenn man das nicht hat, erstellt er, soweit ich weiß, aus dem Flugsimulator die Winddatei, also auch von dem Wetter aus dem Flugsimulator erstellt dann auch eine Datei beispielsweise für den Wind hier. Gut, haben wir jetzt auch gemacht. Sollte man ab und zu mal aktualisieren, dann hat man immer den aktuellen Wind drin. Wir haben momentan einen relativ starken Wind hier, wie ihr seht, also wir kommen relativ gut voran. Was sehr, sehr praktisch ist. Und wir werden gleich den Top of Climb erreichen und werden ja dann noch weitere Steps Climb machen. Wir haben nun die vorläufige Reiseflughöhe erreicht von 35.000 Fuß. Wir haben einen sehr, sehr starken Wind, also wir sind sehr, sehr schnell unterwegs. Deswegen wird der Flug nach Frankfurt auch nicht wirklich lange dauern. Wir sehen jetzt hier nur den Ring, dieser 60-Minuten-Ring. Das ist jetzt noch nicht das ETOPS-Segment. Das kommt ja erst, wenn der Ring genau andersrum ist. Hier sehen wir unseren Ausweich Alternate Flughafen, der jetzt langsam mal näher kommt. Und wir haben aber jetzt noch einiges erfährt, das ist auch die maximale Radius gerade eingestellt. Und wir werden jetzt einstellen noch, auch wenn wir unter ATC fliegen, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, die Zeit, wo wir uns dann melden sollten bei Ganda, wo wir dann halt die Ozeanfreigabe bräuchten. Wir kommen hier bei 17:22 Zulu Port hier an. Das ist dann sozusagen der letzte Punkt vor dem NAT. Das heißt, wir werden eine halbe Stunde früher, 16:52 Zulu Time, wollen wir uns in Erinnerung haben, damit wir es nicht vergessen. Dann können wir 16:52 Zulu, geht hier auf die Fixpage, gibt es ein. Und ihr seht hier die Erinnerung, dass wir da dann sozusagen unsere NAT-Freigabe einholen und dementsprechend das einstellen. Das war eine kleine Information, der Flug geht weiter. Ich melde mich dann wieder, wenn es was Neues gibt, beispielsweise wenn wir den NAT einfliegen. So, gleich haben wir den Punkt erreicht, wo wir uns dann unter ATC bei Ganda melden müssten und dann müssten wir dann sagen, wo wir gerade sind, also in Bonn-Borti. Und wann wir Borti erreichen würden, kann man ja an der Zulu-Timer erkennen. Und dann requesten wir, dass wir nach Frankfurt fliegen dürfen, weil beim Start in New York kriegt man immer nur die Erlaubnis, bis zum NAT zu fliegen. Und Ganda gibt uns dann die Erlaubnis, bis nach Frankfurt weiter zu fliegen. Das müssen wir fragen, dann müssen wir sagen, auf welchen Track wir fliegen wollen. Das ist der heute Track Tango. Dann sagen wir noch, welches Fluglevel wir fliegen wollen und was wir Step-Climpen wollen.
und sagen auch, mit welcher Geschwindigkeit wir fliegen in dem NAT. Das kriegt man dann zurück, wie ich es ja schon im Video vorhin beschrieben habe, nur mal so als Beispiel. Wir werden dann auch gleich nach Porti in das NAT einfliegen, falls ihr noch nicht schon in den NATs. Und das ETOP-Segment kommt ja dann erst später, wenn der Kreis aufhört. So, wir haben jetzt gleich den Punkt Porti erreicht, der wird auch die Geschwindigkeit jetzt automatisch erhöhen, das sollte dann gleich passieren. Wir fliegen dann jetzt in den NATs ein, das heißt, das Squawk wird jetzt dann bald umgestellt auf Squawk 2000 und es wird dann über High Frequency auch gefunkt. Haben wir jetzt hier nicht, ich zeige euch gleich, wo High Frequency ist. Wir gucken erstmal, ob das klappt mit dem Umstellen von Geschwindigkeit, aber eigentlich sollte es ohne Probleme sein. Ihr seht, er hat erhöht. So einwandfrei. Hier ist unser Alternate Flughafen. Wir befinden uns noch in den 60 Minuten Kreisel, aber ist natürlich auch unser Flughafen, ETOP Flughafen. Hier sehen wir das auch schon wunderbar, was wir vorhin einprogrammiert haben. Der andere ETOP Flughafen und wir steuern jetzt die erste Koordinate an und das war es dann erstmal wieder von meiner Seite her aus. High Frequency kann man im Radiopanel einstellen. Das ist einmal hier High Frequency Left oder Right. Wenn man drauf drückt, dann gibt man halt die Frequenz ein. Und auf VHF wird dann auch eine Frequenz eingegeben, damit man sich mit anderen Flugzeugen unterhalten kann bezüglich halt Wetter oder Problem. So, wir erreichen jetzt nun gleich das ETOPS-Segment, wo wir jetzt ins ETOPS einfahren. Ihr seht, wir verlassen gleich den 60-Minuten-Kreisel. Wir überprüfen jetzt das Wetter bei unserem ETOPS-Flughafen in Kanada. Ist bis jetzt ganz gut. Wir haben einen leichten Wind. Die Sicht ist wunderbar. Also ein leichter Schnee kommt da drunter, aber es ist nicht schlimm. Und es ist bedeckt bei 4100 Fuß. Das ist aber okay. Wir werden jetzt außerdem uns die RT2-Page angucken, um in ETP-Point uns anzeigen zu lassen. Also wechselt man einfach ins FMC, geht auf LEX und klickt dann hier auf RT2-LEX. Da passiert jetzt nichts erstmal, aber hier passiert das. Hier sehen wir jetzt nun unsere zweite Route, die wir eingegeben haben, in den Equal Time Point, von wo wir aus dann entscheiden müssen. Bis dorthin fliegen wir zurück und hier vor, wenn wir danach sind, fliegen wir weiter Richtung Großbritannien. Ansonsten muss man dann noch den Sprit immer bei jedem Punkt überprüfen. Wie viel Sprit haben wir dabei? Reicht noch aus? Haben wir Zusatzsprit dabei? Das machen wir beim Equal Time Point. Da gucken wir dann laut Plan, wie viel Sprit wir noch haben, der berechnet worden ist, und wie viel tatsächlichen Sprit wir im Flugzeug momentan haben. Wir haben immer noch einen sehr guten Rückenwind, das heißt, der Flug geht auch nicht mehr so lange, nur noch 3 Stunden bis nach Frankfurt. Dementsprechend ist auch selbst erklärend, wieso der Equal Time Point weitlicher näher hier an uns jetzt ist und die Strecke nach Großbritannien größer aussieht, aber durch den Wind sind wir einfach schneller unterwegs. Und deswegen ist der Equal Time Point weiter links sozusagen an Amerika dran als zu Europa. Einfach nur verständnishalber, was ich ja vorhin schon im kleinen Video zu ETOPS erklärt habe. Wir passieren jetzt in 6 Minuten
bringen und sind dann jetzt im ETOPS-Segment drin. So, wir nähern uns dem Equal Time Point, das heißt, wo wir jetzt entscheiden, beispielsweise sind wir genau auf der Hälfte von einem ETOPS-Segment, wo wir dann jetzt entweder in Großbritannien landen oder zurückfliegen. Der Wind ist nur noch sehr stark. Wir überprüfen jetzt den Sprit gleich, wenn wir drüber sind. Wir haben jetzt noch 33,1 Tonnen Sprit. Laut Plan müssten wir über ein Equal Time Point 32.700 Kilo noch haben. Das haben wir. Und das ist kein Problem. Das heißt, wir sind sogar noch knapp 300 haben wir an extra da. Für Frankfurt landen wir auch mit ordentlichem Tank. Also der Tank ist gut gefüllt. Falls wir jetzt einen ETOPS-Flughafen anfliegen müssten, könnten wir nicht einfach sinken, sondern wir müssten erst requesten, weil das Problem ist halt einfach, dass wenn man jetzt sinkt, die Flugzeuge sind ja auch gestaffelt, sehr nah beieinander gestaffelt, dass das nicht einfach, dass man nicht einfach sinken kann im Falle eines Notfalls. Meistens benutzt man dann eine Offset-Route, das heißt links oder rechts ein paar Meilen entfernt von der aktiven Route, dass man da drauf geht und dann erst sinkt. Bis jetzt sieht alles gut aus. Wir sehen hier auch schon das Ende des ETOPS-Segments, wo wir dann in Alternate anfliegen, also in Irland den Flughafen. Das Wetter ist dort okay. Wir könnten dort landen. Auch unter ETOPS, auch unter den ETOPS Minima könnten wir dort landen, wenn jetzt was passieren sollte. Ansonsten ist ein bisschen windig hier oben, aber ihr seht ja immer noch, wir haben einen sehr starken Rückenwind, was für diesen Flug uns echt sehr gut in die Karten spielt. Ab und zu ein bisschen turbulent. Wetterradar zeigt nichts an. Wir überfliegen das Gewitter, was von Vorteil ist. Bis jetzt läuft also der Flug sehr, sehr gut. So, wir haben jetzt gleich den Exit Point des ETOPS-Segments erreicht. Und nur mal so als kleine Information. Hier sehen wir dann auch, dass der Speed wegen dem Econ reduziert wird, was wir in New York auch eingestellt haben im FMC. Kann ich euch noch mal kurz zeigen zur Erinnerung, wie ihr seht das hier, dass er hier die Geschwindigkeit reduziert. Hier ist der Fix, der Alternate Flughafen, auch gleichzeitig unser ETOPS Flughafen gewesen. Wetter ist dort auch in Ordnung. Gute Sicht, leichter Regen und Bewölkung ist auch inzwischen kaum noch vorhanden. Im Falle eines Notfalls. So, wir sind inzwischen über Frankreich. Das ETOPS-Segment haben wir auch verlassen gehabt und es gab auch keine weiteren Probleme, deswegen habe ich auch keine Kurzvideos mehr gemacht. Wir müssen jetzt den Anflug planen auf Frankfurt und gucken uns als erstes jetzt die Meter an in Frankfurt. Wir haben einen Wind aus 210 mit 7 Knoten. Sicht ist mehr als 10 Kilometer, Wolken auf 1200 Fuß, Mittel und stark bewölkt auf 2000 Fuß, Temperatur 3 Grad und Luftdruck 1031 Hektopascal. Mit den Daten werden wir jetzt unseren Anflug planen. Wir gucken uns jetzt die Approach Chart an und auf welcher Landebahn wir landen. Schauen wir uns die Anflugkarte nun für unsere Landung an.
Das Wetter hat ja gesagt, dass wir auf der 2.5 landen, weil das kommt aus der Richtung, deswegen landen wir dann auf der 2.5. Ich habe mich entschieden, auf die 2.5 Center zu landen. Ist als Frankfurt immer ein schönes Gefühl, auf der 2.5 Center zu landen. Unser letzter Punkt von der Route war Unoko. Dort nehmen wir dann auch die Anflugstrecke UNO 2.5 Sierra 2.5 Center. Die nehmen wir dann, die führt uns dann hier entlang. Bei Aramor müssen wir 13.000 Fuß haben und bei DF 609 8.000 Fuß. Fliegen hier parallel zur Landebahn und machen dann eine Linkskurve und gehen dann hier in das ILS rein, also in Localizer und Glidestop, und werden dann landen. Das sieht dann folgendermaßen aus, so aus, und werden dann die Landung durchführen. Wir haben uns jetzt nur die Anflugkarten angeguckt und werden auf der 2.5 Center landen. Wir werden jetzt als erstes die Anflugroute eingeben und geben das ILS ein von der 2.5 Center. Wenn ich es finde. Damals. Und nehmen die Anflugroute, diese hier, keine Transition, weil das passt so ganz gut. Ihr seht auch der Top of Descent, da ist er wieder. Hat sich ein bisschen verschoben. Wir gucken uns nun die Anflugroute nochmal im Planmodus an. Hier startet unser Anflug. Bei Ramop müssen wir 13.000 Fuß haben. Und gehen dann weiter. Hier müssen wir 8.000 Fuß Buff haben, das heißt also drüber sein oder auf 8.000 Fuß sein. Dann sinken wir weiter. Und bei Rego müssen wir 4.000 Fuß haben. Und gehen dann automatisch ins ILS ein. Und dann kommt noch der Miss Approach Kurs. Und das brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, das war der Miss Approach. Falls wir durchstarten müssen. Gut, wir landen heute mit Klappen 30. Überprüfen die ILS-Frequenz. Jetzt hat er uns gesagt, Reset NCP Altitude. Die stellen wir jetzt auch ein auf 13.000 Fuß, dass er anfängt auch zu sinken am Top of Descent. Gucken wir uns jetzt nochmal die ILS-Frequenz an. 111,55, Anflugkurs ist 248, das stimmt. Wie gesagt, man muss das immer überprüfen, weil wenn man die ARAC updatet und die Frequenzen der Landebahn werden auch erneuert, beispielsweise geändert, aber man hat halt noch das alte Add-on da und das Add-on benutzt halt noch die Frequenzen, die alten Frequenzen, da muss man das hier manuell eingeben. Gut. Kommen wir jetzt nun zu der Descent Checklist. FMC ist programmiert. Flight Instruments ist gesetzt, haben wir gerade überprüft, das ist ja inzwischen ja automatisch alles. Transition Attitude, Transition Level, entschuldigt, müssen wir jetzt noch setzen. Das machen wir. Als erstes stellen wir auf Hektopascal um. Wir sind ja in Europa wieder. Stellen dann auf den aktuellen Luftdruck von Frankfurt um, der 1031 Hektopascal beträgt. Das Transition Level erfährt man eigentlich vom ATC immer. Dadurch, dass wir ohne ATC fliegen, stelle ich das jetzt mal auf 7000 Fuß ein. Das kann man in der VNAV machen. Next Page und Forecast. Und hier unter Transition Level
Wie gesagt, ich stelle es jetzt mal auf 7000 ein. Das war natürlich falsch. So, jetzt stimmt es aber. Dann können wir noch die Forecast laden. Einfach draufklicken. Ihr hört schon, er fängt an zu sinken. Dauert ein Weilchen, aber ist kein Thema. Wir laden diese. Jetzt sind sie auch eingegeben. Dann gehen wir weiter mit der Checklist. Wing Engine NTIS Out as Needed ist eingestellt. Hier oben nochmal zur Erinnerung. Recall Switch. Alles okay. Auto Brake stellen wir auf 2. Landing Data haben wir auch. 138 ist VREF. Und das Approach Briefing ist complete damit. Ich melde mich dann wieder in der Nähe von Frankfurt, wenn es zu der Landung geht. Wir haben die 10.000 Feet erreicht. Wir schalten jetzt die Landescheinwerfer an. Die Speedbrakes haben wir kurz vor der Landung. Seatbelt Signs sind auf On gestellt, waren so auf Auto gestellt. Und der Luftdruck, habe ich schon mal überprüft, ist jetzt auf 1003 Hektopascal. Wir werden jetzt weiter sinken auf 8000 Fuß. Und wir schmelzen dann gleich wieder bei der Landung. So, wir sind jetzt nun schon gleich im Localizer. Ihr seht ihn hier, den kann man jetzt mal schon voraktivieren. Sobald er das hier in der Mitte trifft, wird er aktiv. Das sollte dann hier passieren. Wir verringern auch unsere Geschwindigkeit, indem man hier einfach drauf drückt und das dann manuell übernimmt. Fahren die Spoilers noch aus. Wir stellen um, hatte ja gesagt 7000. Transition Level. Und ich melde mich gleich dann wieder. Der Glide Slope ist hier inzwischen auch aktiv. Da kann man auf APP schalten, machen die Speed Brakes noch einfahren. Wir fahren jetzt schon mal die Klappen gleich aus. Verringern unsere Geschwindigkeit. Localizer wird gleich aktiv sein und dann wird auch der Glide Slope aktiv, weil er schon hier in der Mitte ist. Und sobald das Kreuz hier in der Mitte ist, jetzt ist es soweit, ihr seht es, beides umgesprungen.
Momentan Nebel, wie erwartet. So, momentan sind wir in den Wolken, Lockleise aktiv, gleitet aber auch. Bisschen wackelig. Wir fahren die Klappen weiter aus und verringern unsere Geschwindigkeit. Bis jetzt sieht alles sehr, sehr gut aus. 2500. Wir fahren weiter aus. Die Kabine ist auch ready. Speed Brakes sind gearmt. Da vorne ist jetzt auch schon Frankfurt. Wir fahren das Fahrwerk aus. So. Das ist kein Problem. Ich sagte deswegen, weil ich schon voll konfiguriert bin. Ich lande so manuell. Wir fahren die Klappen weiter aus. Haben noch den Automaker überprüft. Beispielsweise beim Automaker überprüft man den Luftdruck. Fahren die Klappen komplett aus. So. Ich übernehme dann das Steuer. Autopilot ist ausgegangen. Sieht bis jetzt alles ganz gut aus. Das FBW, was ihr linken beim Speed seht, ist dafür gedacht, auf dieser Position ist das Flugzeug jetzt ausgetrimmt. So, bisschen holprig. Aber ist noch okay. Bisschen zu hoch. 200. Aber die Landebahn ist lang genug. Und deswegen ist es kein Problem. 50, 40, 30, 20. Wir heben die Nase hoch und sind aufgesetzt. Wir aktivieren den Rückwärtsschub. Und bei 70 deaktivieren wir die Autobrakes und den Rückwärtsschub. Das ist der Fall. Stellen wir zurück.
So, wir rollen hier raus. Und halten dann erstmal an. Und machen dann die After Landing Checklist. So. After Landing Checklist. Landing Lights off. Taxi on. Strobe Lights off. APU Selector auf Start. Wing Engine NTIs hatten wir auf Auto. Auto Brakes sind auf Disarm, das ist okay. Speed Brakes haben wir wieder eingefahren durch die Raute-Taste. Kann man auch einfach hier überprüfen. Sind hier die Flaps up, machen wir einmal hier. Kann man auch mit F5 drücken, wenn man die FX-Tastenbelegung hat auf Normal. Und das T-Cast setzen wir zurück auf Off. Flight Director können wir auch ausmachen. Und dann rollen wir zum Gate. Landung war jetzt ein bisschen zu hoch, aber war jetzt noch unproblematisch. Dadurch, dass die Landung so, Landebahn so lang ist, war das in Ordnung. Wir rollen mal hier entlang, haben so momentan keinen Verkehr, von daher ist das kein Thema. Wetterradar können wir auch ausmachen, brauchen wir jetzt nicht mehr am Boden. Am Terminal machen wir dann das Shutdown und die Security Checklist und dann ist der Flug auch damit voll beendet, beispielsweise fertig. Hier ist eine Autoland, mit meines Wissens auch wirklich geht es nicht, wenn das Flugzeug noch nicht voll also noch nicht die Klappen vollständig ausgefahren sind, dass es deswegen dann nicht funktioniert. Wie gesagt, wollte so manuell landen und war in Ordnung. Wir stellen uns da vorne einfach jetzt ans Gate, das reicht völlig. Terminal 1. Auf B26. So, setzen die Parking Brake und Shutdown Checklist. Parking Brake set, Taxi Light off, Left and Right Engine Full Control Switches off,
off. Jetzt fährt runter. Seatbelt Signs off. Beacon Light off. Navlight on. Und die APU hat das jetzt übernommen. Den Strom am Boden. Locks in position. Und ihr seht ja, die läuft auch bereits. So. Jetzt kommt erstmal dieses Piepsen. Wir warten mal, bis dieses Piepsen weg ist. Weil es doch sehr anstrengend ist, mit diesen Piepsen zu reden. So. Wir können weiter in der Checklist gehen. C1 and C2 Air Demand Hydraulic Pump Switches. C1 and C2 off, off. Left Elec Demand Hydraulic Pump Switches Selector off, off. Das ist der hier. Primary C1 and C2 Elec Hydraulic Pump Switches off, off. Und right elect demand hydraulic pump switch off, off. Left and right fill pump switches off, off. Und flight director haben wir bereits ausgemacht und APU selector switch ist auch schon noch an. As needed. So. Der APU autopilot disengage bar machen wir wieder rein. Das war jetzt nun der Flug von New York nach Frankfurt am Main. War ein langer Flug. Wir haben auch noch Kerosin gespart. Weil ich das jetzt gerade sehe, wir haben, hätten in Frankfurt eigentlich laut Plan noch 11.300. Das heißt, wir haben 600 Kilo mehr noch drin, sieht man hier. Sind in New York gestartet mit einem Abflug, wie ich euch das gezeigt habe, über LNAV, wie man das dann auch aktiviert. War natürlich nicht ganz regelkonform, würde ich jetzt so mal sagen. Werden bestimmt der eine oder andere mal einen Finger heben und sagen, ja, so geht das aber nicht. Aber so kann man es natürlich auch machen, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Ansonsten, der Flug war okay, mit den ETOPS war es kein Problem. Ihr habt gesehen, wie man das programmiert und wie man das Ganze einstellt und worauf man auch achten muss. Ansonsten machen wir jetzt mit der Secure Checklist weiter. Und die geht wie folgt: ADRU auf off, Emergen Exit Lights off. Left and right pack control switches off, off. War auch kein Problem. Und die Navlights schalten wir auch off. Und dann jetzt noch die APU. Und dann gleich wird jetzt alles, wird es ausgehen. Jetzt passiert es. Und man hört es auch draußen, dass sie dann gleich runterfährt. Und als sehr gutes Letztes dann die Batterie-Switch auch auf off. Und dann ist das Strom wieder im Cold-in-Dark-Zustand. So geht ein Transatlantikflug ungefähr. War natürlich nicht alles regelkonform, aber ihr habt nun gesehen, wie man das Flugzeug in Strom versetzt, wie man es programmiert, wie man die NATS einprogrammiert, wie man die ETOPS-Segment einprogrammiert und was man darauf alles achten muss.
wie man den Pushback macht, Take-off und hier auch bei der Landung zum Beispiel auch ganz interessant, dass das No Autoland angezeigt hat, einfach aus dem Grund, weil man dann vielleicht nicht weiß, was man machen soll. Und ja, und wie man das Flugzeug herunterfährt und außer Strom setzt. Jetzt machen wir noch die Batterie aus. Diese Lichter verschwinden dann auch irgendwann noch. Aber das Flugzeug ist jetzt hier so außer Strom. Und ihr hört jetzt auch nichts mehr. Nur den langsamen Bildaufbau seht ihr. Und das ist so okay. Aber hier hört man was. Gut. Also, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Das wird bestimmt ein sehr, sehr langes Tutorial. Ich werde es noch bearbeiten. Ansonsten danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für Anregungen und positive Kritik. Stehe ich gerne über Facebook, YouTube oder über das Forum zur Verfügung. Ansonsten danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.